Das Topspiel der Runde, es steigt in der Linzer Raiffeisen Arena. Der LASK empfängt Sturm Graz. Die Steirer in der ersten Hälfte das bessere, das aktivere Team und auch mit der ersten Möglichkeit Mika Pirev vorbei an Siebenhandel, aber nicht an Philipp Ziereis. Das Ganze in der 29. Minute. 4 Minuten später überquert der Ball dann aber die Linie. Flanke, Johnston, Kopfball, oder Kiteschwili, 1:0. Die Führung für den SK Sturm. In einer ausgeglichenen zweiten Hälfte findet der LASK zurück ins Spiel. Ebenfalls per Kopf. Schul tritt den Standard. Und Smolcic mit dem nicht unverdienten Ausgleich für den LASK nach 59 Minuten. Die Schlussphase bringt dann viele Chancen auf beiden Seiten. 77. Jalkue in die Hände des am Boden liegenden Siebenhandel. Und der Ex-Grazer ist dann auch in der 83. Minute gefordert. Den Schuss von Jatimci kann er parieren. Zvonarek völlig freistehend. Der Joker sticht. Die Führung für den SK Sturm. Der Eintore-Vorsprung steht aber auf wackeligen Beinen. Die Hausern haben noch die große Ausgleichschance. Bello und dann knapp vor der Linie. Aiwu lässt sich dann auch entsprechend feiern, weil seine Rettungsaktion auch mitentscheidend war für den 2:1-Sieg der Grazer in Linz.